kommen wir zu den Morning News. Was gibt's Neues? Total überrascht war ich vom IFO Geschäftsklima-Index für Ostdeutschland. Ich wusste gar nicht, dass es diese Trennung wirklich so noch gibt. Aber sie gibt es. Und interessant ist eigentlich nicht die Trennung Ost- oder Westdeutschland. Interessant hier ist tatsächlich der Umstand, dass der sich über alle Branchen insgesamt aufhält. Selbst im Handel haben wir keine Verschlechterung, keine Eintrübung mehr. Auch im produzierenden Gewerbe sieht es so aus, dass sich der deutlich aufgehellt hat. Das sind vom Kern her sehr, sehr erfreuliche Zahlen, denn wenn wir sehr positiv denkend ins neue Jahr starten, ist das mit Sicherheit etwas, was wir so vor ein paar Monaten noch nicht erwartet haben. Da sah es eigentlich wesentlich schlechter aus und die Erwartungshaltung war doch schon sehr stark eingetrübt. Und tatsächlich, ja, viele sehen das Jahr 2023 auch noch als herausfordernd. Das wird es mit Sicherheit auch sein. Aber schön, wenn sich die Umfragewerte vom Kern her, die Indexwerte, ein klein wenig aufhellen. Das tut der Wirtschaft gut. Viel wird im Augenblick über das von OpenAI entwickelte Tool ChatGPT geredet, als wäre das jetzt die Evolution. Nein, ist es nicht, um es auch klar zu sagen. Sämtliche Funktionalitäten haben in teilweise nicht so verbundener Form auch schon andere AI-Anwendungen gemacht. Hier haben wir viel Marketing hinter, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ja, das AI-Feature zeigt uns doch schon sehr, sehr stark, wo wir irgendwann mal landen. Nahezu jedem Medium ist thematisiert worden, dass das möglicherweise etwas ist, das Google verpennt hat. Glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, Google wird hierauf ganz entspannt Antworten finden und wird auch Antworten schon gefunden haben, die halt vielleicht noch nicht veröffentlicht worden sind. Vom Kern her können wir auch einmal darüber nachdenken, inwieweit eine solche AI das Shopping von uns steuern oder helfen kann. Und wie wir damit umzugehen haben. Lassen wir uns doch mal ein Szenario an die Wand malen, wo wir sagen, hey, ich hätte gerne den besten Haartrockner. Nach welchen Kriterien, nach welchen Parametern wird dann der beste Haartrockner ausgewählt? Ich glaube, hier müssen wir zumindest eins verstehen, dass Daten, Produktdaten ein ganz wichtiger Punkt sein werden. Wir sollten auch einfach mal so ein Ding, eine AI-Anwendung, Produkttexte schreiben lassen und mal schauen, wie bewertet eine AI zum Beispiel Parameter wie Wattzahl, Farbe, Gewicht, Abmaße. Im Prinzip, wo ist der Punkt? Wenn jetzt und immer mal, bleiben wir bei einem Lockenwicklerstab. Nee, wie nennt sich so ein Ding? Lockenstab. Bleiben wir bei einem Lockenstab. Was wird jetzt als besser erkannt? Ein Lockenstab, der 900 Gramm wiegt oder einer, der 1,2 Kilo wiegt? Diese Unterschiede der 300 Gramm können durchaus den Unterschied machen, etwas fühlt sich solide an oder etwas fühlt sich billig an. Und was macht eine AI mit diesen Angaben? Ganz spannende Fragen, die ich finde, wir uns nicht nur stellen sollten, wir sollten sie auch beobachten, wie werden sie beantwortet. Weil am Ende des Tages haben wir immer die Schwierigkeit, dass wir unsere Produktdaten sauber bereit haben müssen. Es gibt ja schon etliche Texterstellungstool. Ja, das war mal eins, also Neuroflash fällt mir ein, es gab aber noch einen anderen, der war auch auf der eBay Seller Konferenz 2019. Komme ich nicht auf den Namen. Da hatte ich ganz, ganz am Anfang mit denen diskutiert und da ging es dann halt auch darum, dass halt die 500 Watt
bei einem Föhn andere 500 Watt sind als bei einem Staubsauger. Und hier stellte ich dann die Frage, sag ich, ja, Kinder, aber eigentlich habt ihr das doch schon tausendmal gemacht. Ihr müsst eigentlich die Daten parat haben. Warum muss ich die als Nutzer noch angeben, ob das jetzt gut oder ob das schlecht ist? Da waren sie noch nicht so weit. Mittlerweile sind sie wohl so weit, aber ich komme nicht auf den Namen. Ich kriege aber noch ein Newsletter, dann werde ich mal schauen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Daten werden, denke ich mir, sehr, sehr wichtig werden oder noch wichtiger werden, wenn wir hier in die andere Art der Bestellung oder des Kaufens reingehen. Ich glaube allerdings auch, dass Google sehr, sehr schnell Lösungen gefunden hat. Ja, Lexital ist ein nach eigenen Angaben ein Rechtsdienstleister, der mit einer KI versucht, das ist ein Unfug. KI versucht, eure Angebote auf entsprechenden Plattformen und auch im eigenen Onlineshop zu untersuchen, ob hier Abmahngründe vorliegen. Im Prinzip ist jetzt aufgefallen, dadurch aus Leipzig kommt das Unternehmen, ist aufgefallen, dass es per Post Werbebriefe verschickt hat, so ein bisschen mit der Angst gearbeitet hat. Hinter Lexital stecken ehemalige Damen und Herren aus dem Händlerbund, aus der ITB-Rechtsanwaltskanzlei, ja, unten aus so ein bunter Vogel, Michael Attuk. Ich finde es schwierig, wenn man als Händler sich selbst an solchen Geschäftsmodellen beteiligt, die im Wesentlichen darauf basieren, dass man Ängste schürt. Und hier in diesem Falle, in dem Schreiben, was mir vorliegt, ist dann auch noch ein Abmahngrund dem Händler mitgeteilt worden, der so in der Form nicht durch den Wettbewerber kostenpflichtig abmahnbar ist. Also schon alles sehr, sehr, sehr dünn und in meinen Augen, ich meine, gut, das ist man vom Händlerbund gewohnt und das macht bei Lexital da auch keinen Unterschied. Sehr, sehr unseriös. Ja, und ich meine, alle drei Gesellschafter haben sich in der Vergangenheit nicht durch seriöses, geschicktes und faires Verhalten in der Branche hervorgetan. Im Gegenteil, menschlich mitunter sehr bodennah und ganz nah am Begriff Abschaum und schäbig. Aber ist wie es ist, das Unternehmen gibt es jetzt. Ja, seid vorsichtig, dort irgendwelche Abos abzuschließen. Ich persönlich erachte die Werbeaussagen in dem Schreiben für höchst unseriös. Ich halte sie in der Tat für erstunken und erlogen, besonders dem Umstand, dass man sich hier bemüht, alle oder berühmt alle Abmahngründe in euren Angeboten herauszufinden. Das glaube ich nicht. Schlicht und ergreifend. Deswegen denke ich auch, dass es erstunken und erlogen ist. Ich bringe ein Beispiel. Wie will ein solches Feature in der Lage sein, ein Testergebnis, was ihr erwähnt, dem richtigen Test zuordnen oder überprüfen? Nur ein Beispiel. Wie will es die wettbewerbliche Aussagen oder Aussagen wie der Beste, der Schnellste, kann ja durchaus sein, bewerten? Wie will es Texte in Bildern bewerten? Natürlich, klar, technisch geht es, OCR drüber laufen lassen, aber sie dann halt auch entsprechend zu verarbeiten. Wie schaut es aus mit Garantien, die ja durchaus rechtssicher angebracht und dargestellt werden können? Wie sieht es aus mit Lieferfähigkeiten oder Versandzeitenaussagen? Das sind Dinge, die sind schlecht zu überprüfen. Natürlich ist das Tool mit Sicherheit oder sind solche KI-Tools mit Sicherheit nicht so schlecht, aber dass sie die Sicherheit euch bieten, die sie versprechen, nein, das definitiv nicht. Von daher Vorsicht vor solchen Angeboten. Das ist meine Meinung. Mal gucken, ob ich deswegen einen draufkriege. Man muss ja auch sagen, ich meine, zumindest die Damen und Herren aus dem Händlerbund oder aus der ITB, dieser Krupa, der da mit bei ist, der hat mich ja schon mal abgemahnt, wenn ich das richtig im Sinn habe, wegen Äußerungen. Haben auch eins auf die Finger gekriegt, ganz kräftig. Da sind sie nicht mit durchgekommen. Ich bin gespannt, ob ich jetzt einen von meiner Äußerung auf die Finger kriege. Ja, versuchen kann man es mal, aber jeder weiß auch, dass ich mich mit Herzen dagegen wehre. Internethandel.
hat 2022 fast 10% verloren, und zwar exakt minus 8,1%, so das Statistische Bundesamt. Allerdings wird betont, dass man natürlich vor Corona ganz, ganz viel gewachsen ist. Nee, ist man im Prinzip nicht. Wir sind seit jeher Wachstumszahlen im E-Commerce gewohnt. Und die Wachstumszahlen, wenn wir sie jetzt über von 2019 bis 2022 sehen, sind gar nicht mal mehr so sensationell. Ja, wir haben Peaks gesehen, ja, vieles ist gehypt worden, ja. Was mir allerdings wirklich Sorgen macht, ist, dass wir das alles nicht rüberziehen konnten. Warum hat der Internethandel dem Verbraucher so verdammt viel schlechtes Einkaufserlebnis erzeugt, dass der Verbraucher verschwindet? Ein Gedanke, den wir uns machen sollten. Ich meine, convenient ist der Internethandel gegenüber dem stationären Handel. So hätte ich jetzt zumindest gedacht, also von meinem Mindset her. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich auch mit meiner Lebensgefährtin immer die Beobachtung, sie meckert, dass ich zu hektisch durch den Supermarkt gehe. Klar, ich habe meine Einkaufsliste, also wenn ich mal, ich gehe sehr ungern einkaufen, also ganz, ganz ungern. Aber rein, Liste abgearbeitet, raus und das war's. Wohingegen sie tatsächlich auch so ein bisschen inspirieren. Ach, guck mal, können, ach ja, das können wir. Oh, kriege ich die Pimpanellen. Also gar nicht meine Baustelle. Das ist für mich eigentlich kein Einkaufserlebnis. Da geht es darum, irgendwas zu beschaffen. Und das ist eigentlich alles vertane Zeit. Die, ne, bringt mir oder gibt mir nichts. Hier scheint es also offensichtlich in der Gedankenwelt der Menschen ganz unterschiedliche Perspektiven zu geben. Sollte man mal erforschen. Finde ich ganz, ganz spannend, warum das so unterschiedlich ist und warum viele Menschen, die im Internet gekauft haben, halt nicht so überzeugt sind davon, es auch weiterhin zu tun. Finde ich schon sehr bemerkenswert. Ja, das war's mit den Morning News. Die Zitate aus der Meldung vom Statistischen Bundesamt findet ihr unterhalb des Videos nicht nur verlinkt, sondern ihr findet es auch tatsächlich rein kopiert. Das war's mit den Morning News. Ich wünsche euch einen fantastischen Start in die Woche.